Viele warten drauf, aber nichts passiert. Doch ein bisschen was passiert, nämlich die Wende, die einige dann doch erwarten oder zumindest mal ein Rücksetzer. Das muss noch nicht gleich eine ganze Wende sein, aber dass man mal wenigstens mal einen Luftholer zwischendurch bekommt, der könnte jetzt tatsächlich Wirklichkeit werden. Das werden wir sehen, ob das tatsächlich so der Fall sein wird. Lassen wir uns da noch mal überraschen. Aber wir haben erstmal seit langem mal wieder ein Abwärtsgap gesehen. Hier beim Dow Jones ging es also zügig erstmal, naja, klar, beim Index, wenn der ein Gap macht, nach unten. Und das deutet zumindest mal ein wenig darauf hin, dass die aktuelle Bullenphase, quasi die Never-Come-Back-Aktion, die wir da hatten, dass die vielleicht jetzt so langsam mal austrocknet. Das würde passieren in einem durchaus auffälligen Widerstandsbereich, aber nachdem schon so viele durchlaufen sind, glauben einige auch gar nicht daran, dass das wirklich da zu in der Lage ist, den Markt jetzt wirklich anzuhalten. So, was ist aber bisher passiert? Gucken wir uns das Ganze mal beim Dow Jones an, beispielsweise auf der kleineren Zeitebene. Da hatten wir uns eben schon mal so ein bisschen vorbereitet auf eine Trading-Möglichkeit, nämlich Schub nach unten. Das haben wir gesehen. Das ist ja das Auffällige. Beim Index hatten wir das mit dem Gap gesehen. Hier natürlich beim Future, der hat natürlich auch außerbörslich hier notiert und anschließend wackelig nach oben. Und das letzte Zwischentief wäre jetzt hier gewesen. Das hat der Markt jetzt knapp verpasst. Insofern bis jetzt zumindest mal noch kein echter Einstieg hier auf der Abwärtsseite. Aber wir sehen schon, das, was wir im Moment nach oben sehen, ist alles andere als dynamisch und damit eigentlich bestens geeignet, als Gegenbewegung zur Abwärtsbewegung gesehen zu werden. Damit mit einer gewissen Chance, dass der Kurs dann früher oder später doch nochmal einen zweiten Teil dieser Bewegung hier fortsetzt. Das ist natürlich kein Must-Have, aber es wäre das Typische. Aber wichtig wäre, das Ganze dann wirklich auch triggern zu lassen. Für mich wäre das hier letzte Hoch, vorletzte Hoch. Ich weiß nicht, ob die gleich hoch sind, aber letztlich führt es das dazu, dass das letzte Tief dazwischen ist. Also das wäre für meinen Geschmack zumindest mal ein möglicher Trigger hier auf der Abwärtsseite, um dann zu sagen, wenn er da durchgeht, na, dann haben wir die besten Chancen, dass er dann nochmal weiterläuft. Wie wird das von den anderen Indizes getragen? S&P ist grundsätzlich ähnlich. Auch hier sehen wir Schub nach unten und ganz klar wackelig nach oben. Also wenn man die Abwärtsbewegung mit der Aufwärtsbewegung vergleicht, ist wohl klar, welche die dynamischere ist. Und typisch ist es eigentlich, dass der Markt diese Dynamik nochmal fortsetzt. Das ist für viele jetzt erstmal ganz ungewöhnlich, aber wir dürfen nicht vergessen, in der jüngeren Vergangenheit war es immer umgekehrt. Da ist es relativ zügig nach unten gegangen und alles, was wir so nach oben gegangen und alles, was wir so nach unten gesehen haben, war eigentlich relativ harmlos unterwegs, mehr oder weniger immer dieses Muster, diese Dreiwelligkeit beispielsweise. Oder aber ist, wenn es mal scharf nach unten geht, sofort wieder konterkariert worden mit einer scharfen Gegenbewegung. Das ist bisher hier ausgeblieben. Und das könnte, das soll doch kein Versprechen sein, keine Androhung, nichts. Das könnte aber zumindest ein Indiz dafür sein, dass der Markt jetzt ein neues Gesicht eben zeigt. Wenn wir nochmal einen Blick auf den Nasdaq werfen, dann haben wir hier ebenfalls bis jetzt die starke Abwärtsbewegung. Was hier aber noch im Moment komplett fehlt, ist die Antwort der Käufer. Also bis jetzt hier nur nach unten gelaufen. Was jetzt komplett fehlt, ist die Gegenseite. Ob das dann auch ähnlich aussieht wie bei den Blue Chips bzw. beim breiten Markt, die wir eben gerade angeguckt haben, oder ob der Markt dann doch sagt, boah, Pustekuchen, wir gehen genauso steil an, ähnlich wie shape-mäßig, dass der Begriff, der ist ja in der häufig jetzt in der letzten Zeit gefallen oder genannt worden. Das würde natürlich die bärische Seite erstmal konterkarieren und dann dazu wahrscheinlich ähnlich wie hier. Da hatten wir auch eine scharfe Abwärtsbewegung aufwärts. Und wenn dann der Markt mal wieder irgendwie eine ABC nach unten macht, dann eben durch Zwischenhochs locken, um dann die Trendrichtung dann eben weiter fortzusetzen, also nach oben. Das heißt, wir können an der jüngeren Vergangenheit, natürlich genauso an der längeren Vergangenheit, immer wieder lernen. Und das, was wir hier eingekreist haben, sieht witzigerweise, nur noch mal so zur Erinnerung, das war jetzt am 8. Juni. Ich zeige mal etwas im Stundenchart, nur für diejenigen, die sagen, nee, nee, das Bild ist da immer ein anderes. Das ist jetzt hier am 27. Mai. Es ist im Prinzip genau das Gleiche. Und anschließend ging es hier relativ wackelig nach unten und anschließend daran dann doch wieder steil nach oben. Also man sieht schon diese Bilder, die wiederholen sich immer wieder auf den verschiedenen Zeitebenen. Es gibt also keinen Grund zu sagen, ja, bei meiner Lieblingsebene, Zeitebene oder im Zeitrahmen funktioniert das Ganze nicht. So, nochmal zusammengefasst, beim Nasdaq wäre es jetzt also interessant zu sehen, ob er jetzt es schafft,
nur noch wackelig nach oben zu kommen, alternativ A, B, C, dann immer Hinweis auf so das letzte Zwischentief als möglicher Trigger für die Shortseite. Das wäre zumindest dann mal sehr klassisch. Oder ob der Markt es tatsächlich schafft, scharf nach oben zu gehen. Und dann ist es natürlich umgekehrt wieder und würde jedwede Pause oder beim Nasdaq jedweden übergeordneten Dreh erst nochmal nach hinten verschieben. Sprich, das Ganze wird sich noch ein bisschen fortsetzen, bevor es dann erstmal losgeht. Dass das passieren wird, steht außer Frage. Das ist auch nicht ein Hinweis auf, oh Gott, die Welt bricht zusammen. Kann alles passieren, ist aber gar nicht jetzt vorläufig mal angesagt. Aber ich sag mal, diese Bewegung, die sollte zumindest ja mal ein bisschen korrigieren. Das ist ja eine sehr typische Bewegung, die wir ja immer wieder auf den Ebenen haben, egal welche Zeit. Wir haben es jetzt häufig genug angesprochen. So, in diesem Sinne, für jetzt erstmal alles Gute, toi toi toi. Bitte besonders aufpassen. Vielleicht ist jetzt hier der Dreh schon eingeläutet und wir haben die besten Chancen für weiter abwärts. Das wird sich allerdings, ich mache es bewusst nochmal weg, hier entscheiden, wie es da jetzt weitergeht. Deshalb unbedingt gucken und irgendwelche Trigger, irgendwelche Bestätigungen abwarten. In diesem Sinne, alles Gute und liebe Grüße.